Ja, liebe Kanzlerinnen und Kanzler, liebe Freunde dieses Videoblogs, wir sind am dem Cannstatter Bahnhof und wir haben hier das Interessante, dass nicht nur Bahnen durchfahren, ist ja klar, sondern dass wir hier noch relativ alte Gleisanlagen haben aus der Zeit um 1917, als das hier alles erweitert wurde, 1914, 17 im Ersten Weltkrieg, als das neue Gebäude in Planung war und auf der anderen Seite ja ein Notbahnhof gebaut war. Während die Gleisüberdachung, die Bahnsteigüberdachung für die S-Bahnen natürlich erneuert ist, haben wir hier tatsächlich noch die alten Träger und wir sehen darauf auch den Hersteller Eisenwerk Gebrüder Wöhr, Stuttgart-Untertürkheim. Und ja, diese ganze schöne Eisenkonstruktion mit den Nieten darüber. Das Dach ist sicherlich mal zwischendurch neu gedeckt worden, aber die alte Konstruktion ist hier tatsächlich noch erhalten. Und wenn wir jetzt hier weiter nach vorne gehen, sind wir wieder umgebaut, es waren jetzt auch Fahrstühle eingebaut worden in den letzten Jahren und so, dann sehen wir hier noch einmal ein solches Herstellerschild überhalb dieses Abfalleimers und da ist es sogar richtig rum zu erkennen. Eisenwerk Gebrüder Wöhr, Stuttgart, Unterkochen. Ach, dann habe ich das vorhin vielleicht falsch gelesen. Stuttgart, Unterkochen. Ja, schauen wir es uns also nochmal an. Und solche kleinen Dinge, wie zum Beispiel auch, wenn Sie durchlaufen durch die Mittelpassage, die Kanaldeckel und die Jahreszahlen dazu. Das ist interessant, da kann man viel über die Geschichte einer solchen Anlage erfahren. Ja, mit diesem Blick verabschiede ich mich für heute nach diesem kleinen kurzen Film. Ihr Olaf Schulze, alles Gute.